Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Ironsoft Assassin's Creed 3. So, wie schon gesagt, wir müssen hier Q drücken, um was? Um zu... Achso, schießen. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Okay, wartet mal. Ach, genau. Füllen wir erstmal die Pistole nach. Dankeschön. Okay, wie kann man denn jetzt hier... Nee, eigentlich ist nicht Karte. Inventar. Versteckte Klinge. Okay. Wartet mal. Die 1 ist die Pistole. Das 3 ist die Schwert. 4 ist Faust. Okay. Wie können wir denn hier Leute durchstöbern? Plündern. Überwiegend mit E, also. Okay. Verschwindet, bevor wir wütend werden. Halt. Ihr zwei, haut ab! Nächste Waffe. So viel zum Überraschung. Oh! Er schießt, bevor sie hier sind. Die Ersatzmusketen, dann müsst ihr nicht nachladen. Ach, war falsch. Ich hätte also... Okay. Oh. Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los! Schieß drauf! Okay. F und... Okay. Ja, ich muss mich mit der Steuerung noch erstmal ein bisschen befasst machen hier. Doch nicht so sicher da drin. Oh, der plündert gleich durch. Cool. Ja, wir plündern erstmal ein paar Leute aus. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Achso, ja, Entschuldigung. Okay. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Nee. Wie? Achso. Muss
Muss ich noch irgendwie hinkriegen mit der Waffe. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Ja. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Sam. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Jawohl. Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Achso, das war's schon mit Durchsuchen. Gut. Okay, okay, okay. Vorsicht, Herren. Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Ach! Was ist denn bitte? Hör auf zu winseln! Ich komm ja! Hä, wie feuer ich denn nochmal? Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ah! Was müsst ihr mit dem Spaß verderben? Ich weiß immer noch nicht, wie ich richtig schieße. Ach, Mist, nein. Aufheben. Vater hat Hunde angeschafft, die nachts das Gelände benutzen. Jemand verletzt sich noch. Hm. Thomas! Da drüben, da ist was! Erledigt sie! Ach. Etwas Hilfe, bitte! Okay. Wow. Ach so. Hä? Nee, nochmal, nachladen. Ich ist der Inhalt der Kiste das auch wert. Ach, okay, cool. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Rauchbombe, zwei Kugeln. Oh cool, dann haben wir schon wieder alles. Okay. Also mit der Waffe muss ich noch irgendwie hinkriegen, dass das ist irgendwie noch nicht so ganz so toll geworden. Aber irgendwie. Hallo? Warum gucken er mehr so auf der rechten Seite? Hä? Und darum wie die Hasselmänner. Haltet sie auf, Thomas! Aber sofort! Oh! Halt! Okay. Söldner mit einer Waffe eliminieren. Mal gucken. Ach Mist. Oder so. So. So, na? Das war dann wohl der letzte. Okay. Dürfen nicht mehr als die, was? Keine Ahnung, wie viel verlieren. Kann ich hier jemanden noch plündern? Bisschen Munition bekommen? Dankeschön.
Okay. Na dann, weiter geht's. Oi. Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Okay. Bisschen noch. Ja, naja. Okay. Bitteschön. Habt Dank, Master Kenway. Was ist da drin? Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay. Also trommle ich hier meine ganzen Leute zusammen, so ein Stückchen weiter, ja. So wie es aussieht. Aber ich glaube, wir können jetzt gleich nochmal quatschen, hä? Mal gucken, mal abwarten. Ist auch beendet. Jetzt können wir hier, ach, mit beiden quatschen, hä? Oder mit ihnen hier nur? Ah. Ich sage Bescheid, sobald ich etwas weiß. Okay, dann jetzt mit ihnen hier. Ach, mit ihnen geht's gleich weiter. Okay, dann der nächste auf der Liste. Ja, komm, mach mal. Den nächsten auf der Liste. Guten Abend, Gentlemen. Boah, richtig so. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hey, Catherine, alte Schabracke. Her mit dir. Papa braucht einen Drink. Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders Kanadianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Aha, ja. Also Charles Lee hilft uns immer wieder. Aber der war doch irgendwie so ein komischer General gewesen. Oder verstehe ich das falsch? Ach, naja, was soll's. Halt, wartet, wartet. Wir können mit diesem komischen Frauenverknusperer da quatschen, den komischen Sophie. Jetzt gibt's was? Ach, was man so flüstert. Nichts Handfestes momentan. Ich weiß, ihr interessiert euch für ungewöhnliche Dinge. Wie alte Tempel und Geister. Und Geschichten aus grauer Vorzeit. Aber bis jetzt haben meine Jungs nichts aufgeschnappt. Keine Gegenstände oder Artefakte, die durch euren Schwarzmarkt wandern? Nichts Neues. Ein paar alte Waffen. Etwas Schmuck, jedoch nur gemeines Diebesgut. Ich sollte ja auf Gerede über Leuchten, Summen und Vision achten, oder? Und davon ist nichts zu hören. Bleib dran. Oh, werde ich. Ihr habt mir sehr geholfen, Mister. Und diese Schuld werde ich begleichen. Dreifach, wenn es sein muss. Danke euch, Thomas. Ein Schlafplatz und etwas zu essen ist Dank genug. Sorgt euch nicht. Ich werde schon etwas finden. Okay. Und er hier? Gefällt es euch hier, Charles? Boston hat einen gewissen Charme, denke ich. Das haben alle Kolonien. Zugegeben, ihre Städte haben nicht den Glanz und die Raffinesse Londons, aber die Menschen hier sind ehrbar und fleißig. Sie haben einen Pioniergeist, der mir gefällt. Das ist schon etwas, einen Ort zu bestaunen, der auf die Füße kommt. Tut er das? Die Franzosen bringen den Krieg aus dem Norden und die Spanier scheinen hier ihre eigenen Pläne zu haben. Ist das eine neue Welt oder nur ein weiteres Schlachtfeld? Ja, eine Geschichte so alt wie die Zeit.
Und das wird auch so bleiben. Wir sind grausame und verzweifelte Kreaturen, für die nur der Sieg zählt. Die Sachsen und die Franken, die Osmanen und Safaviden. Die Liste ist lang. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Konflikte und Unterwerfungen. Die Gier nach mehr und mehr und mehr. Ich bete, dass wir uns eines Tages bessern. Während ihr betet, handle ich. Mal sehen, wer erfolgreicher ist. Das war nur dahergesagt. Ja, aber das ist gefährlich. Worte haben Macht. Benutzt sie weise. Okay. Ja, ist klar, dass hier er hier ein kleiner Macher ist, anstatt nur ein Quatscher. Ja. Aber nun gut. Holen wir die Nummer 4 jetzt an Bord. Also ich gehe mal von aus, dass jetzt der vierte ist dann. Also dass jetzt nur noch zwei Plätze fehlen und das war's dann. Mal schauen. Ach so? Wir sind schon. Okay. Wir sind ja schon. Gut. Falsch. Hier laufen wir. Na gut, dann mal los. Wunderbar. Ach, so macht man das. Charles. Sir. Ach so. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ach so, ich zeige ihn euch wie. Ja. Ein Steckbrief sozusagen. Es mehren die Gerüchte, dass ein britisches Korps im Grenzland vor den Franzosen kapituliert hat. Weitere Details sind nicht bekannt. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Aufgeblasener Knappe. Okay, bewegen sie sich. Unter Zivilisten, okay. Solch ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will. Kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay, was Höheres suchen? 200 Meter. Okay. Also wir suchen jemanden, der ordentlich sich verlaufen lässt. Vielleicht müssen wir denn. Wir laufen mal hier entlang. Schön, die ist in den Herz leiden. Da lang. 96 Meter noch. Da hoch, auf die Kirche. Okay. So, dann sind wir auch gleich da. Ne, hier können wir nicht so einfach hoch. Ach, hier sieht's doch ganz gut aus, ja? Ja. Okay. Und hoch. Türmchen erklingen wie immer. So. Es geht aber wesentlich schneller.
damals so. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Okay. Gut, also. Klar, da hinten wahrscheinlich auf den Kirchenturm müssten wir wahrscheinlich auch hoch. Auf den er wahrscheinlich auch dann später. Da hinten auch wahrscheinlich. Ja, also ist schon ein wenig her, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe. Aber wir werden das wie gekonnt immer so machen. Ich werde den Rest alles selbst ja, aufdecken an Sachen. Und den Rest sozusagen mit euch dann machen. Aber so eben halt gewisse Dinge wie zum Beispiel erkunden und Sammelsachen. Diese Gegend ist wirklich arg heruntergekommen. Das werden wir dann halt gemeinsam machen. So. Allerdings, man trifft nur noch Gelump und Gesocks auf den Straßen. Gerade heute bin ich wieder welchen begegnet. Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Aufgeschlitzt. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete. Aber so, wie die reinblicken, ist ich es lieber. Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Okay. Ja, also wie gesagt, den Rest so wie Türme erklimmen, Sammelobjekte finden und sowas, das werde ich dann wie immer offline machen. Oder eben halt von Zeit zu Zeit mit euch dann irgendwie teilweise halt auch zusammen machen. Ja, müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. Aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht gucken. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Okay. Kommt mir verdächtig vor. Ich frag mich, was der wohl vor. Ich habe gar nichts vor. Halt. Ich höre doch irgendwas summen. Okay. Da haben wir schon, glaube ich, unsere erste Seite gefunden. Oh, ja, ich weiß gar nicht. Wann habe ich das letzte Mal das gespielt? Ah, schon eine Weile her. Das mit den Seiten mache ich dann mal später. Nur jetzt nicht. Dann sagt er zu Church, dass die Schuld so oder so beglichen wird. Ich beneide ihn nicht. Er hat harte Zeiten vor sich. Was glaubst du, planen Sie? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Hat er dabei. Bestimmt suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen ab. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Kein frisches Fleisch kaufen, okay. Ach, guck mal, da kommt mehr. Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Okay, Warnung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Genau so. Okay. Ja, den Turm, wie gesagt, mache ich dann halt später. Das mache ich dann alles im Offline-Modus. Ja. So, erstmal laufen wir hier entlang. So. Es sieht ja schon mal ganz cool aus. Ja. Aber wie der losläuft, das hier ist... naja, okay. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Oh. Hey, brauchst du noch nicht jetzt zu vorbeischleichen. Gut bewacht. Hm.
Na gut, dann. Wir laufen erstmal drumherum. Das sieht doch da schon mal ganz gut aus. Okay. Ja, fix rein. Super, geht doch. Ach Mist. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Ja, super. Ja, wartet hier mitten im Feindgebiet. Na los! Oh, gleich den Schlüssel bekommen. Sehr gut. So war das. Körper aufheben. Und ins Wasser werfen. Eigentlich wollte ich die Waffe nur wegschmeißen. Aber na gut. So geht's auch. Was hätten wir dann? Okay. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein? Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas. Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Okay. Ein kleiner Schnitt und keine Ohren mehr. Wie klingt das, Mr. Church? Es würde mir dein dümmliches Geschwätz anhören. Du bist ein Schläger. Gewöhnlich wie Dreck, Cutter. Und stolz da. Das war's, mein Kleiner. Wer seid ihr? Ethan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Okay. Okay. Auch alles synchronitätsgeschafft. Ja, dann gehen wir halt rein. Ich glaube, das ist jetzt der vorletzte, mit dem wir jetzt reden können. Das machen wir jetzt auch noch. Ja. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht.
Sein Name ist Cyrus Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Der weiß ja, wo alle sind. Das ist ja krass. Okay, dann wenn wir das jetzt so machen, dann verabschieden wir uns erstmal hier, bevor die Rohrdrücke an uns vorbei, lassen wir dran vorbei. Sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.